beginnen wir die Wortgottesfeier zum siebten Sonntag in der Osterzeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Feier. Wir haben gesungen, atme in uns, Heiliger Geist, denn wir ersehnen dich so. Jede Religion hat heilige Orte. Heilige Orte sind Kultorte, Stätten der Selbst- und Gottesbegegnung. Und in ihnen leuchtet etwas von der Tiefe der Seele auf und das Licht des Himmels erscheint. In der heutigen Lesung ist von einem heiligen Ort die Rede. Nach der Himmelfahrt kehren die Jünger zusammen mit Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern nach Jerusalem zurück und gingen in das Obergemach, so heißt es, wo sie ständig blieben. Und dort werden sie später den Heiligen Geist empfangen. Herr Jesus Christus, du führst die Christen im Glauben zusammen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, dein Geist erfüllt alle, die auf dich vertrauen. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung auf Einheit und Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lobe den Herrn, meine Seele. Lasset uns beten. Gott, in der Schönheit dieser blühenden Blume können wir deine Schöpferkraft erkennen. Mit menschlichem Angesicht schaust du uns an in Jesus von Nazareth. Im Atem der Ewigkeit stehst du uns bei als heilsamer, heilender Geist. Lob sei dir und Preis für deine dreifaltige Nähe, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo
sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin
Und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gottesdienstgemeinde, als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird, nach Jerusalem zurück. So heißt es. Und sie gingen in die Stadt Jerusalem und begaben sich in das Obergemach und dort verharrten sie einmütig im Gebet. An diesem Obergemach blieben also die Jünger mit Maria, mit anderen Frauen und mit den Brüdern Jesu. Und hier warten sie auf das Kommen des Heiligen Geistes. Dort werden sie Pfingsten erleben. Dort werden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Thomas von Aquin ist einer der einflussreichsten Philosophen und einer der bedeutendsten Theologen des Mittelalters. Und sein Werk, das er geschrieben hat, sind Meta. Die Summa Theologica ist ein unheimlich großes, bedeutendes Werk. Und er hat ein mystisches Erlebnis gehabt, kurz vor seinem Tod, in der Kirche Bossa Nova. Und dann sagt er zu diesem Erlebnis, alles, was ich geschrieben habe, scheint wie Stroh zu sein im Vergleich mit dem, was ich gesehen und was mir offenbart worden ist. Soweit Thomas von Aquin. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, was manche Menschen in einem Gotteshaus, in einer Kathedrale, in einer Kapelle oder in der Schöpfung, draußen in der Natur an Selbst- und Gottesbegegnungen erlebt haben, an mystischen Erfahrungen. Da gibt es sehr viele Beispiele. Ich möchte zu der heutigen Lesung passend über die Bedeutung der Kirche als Gotteshaus ein Stück mit euch nachdenken, und über die Auferstehungskirche, also unsere Kirche im Besonderen. Ein erster Gedanke: Die Kirche ist Gemeinschaftsraum der christlichen Gemeinde. Natürlich gab es Christinnen und Christen, bevor es Gotteshäuser gab. Sie waren erst in der Verfolgung. Und so wie in der Lesung im Obergemach haben sie sich getroffen als Hauskirche. Paulus beschreibt auf seinen Missionsreisen, wie viele Hauskirchen er gegründet hat. Und das Obergemach, das nennt man den größten Raum eines Hauses, und der war meistens im ersten Stock. Und erst im 4. Jahrhundert hat man dann begonnen, als die Kirche nicht mehr verfolgt wurde, Gotteshäuser zu bauen. Und dort versammelte sich die Christusgemeinde und feierte dort Gottesdienste, die heilige Eucharistie. Sie empfangen die Sakramente und fanden sich ein zum Beten. Und so bin ich beim zweiten Gedanke: Die Kirche ist Ort des Gebetes. Und das bedeutet Zweifaches. Einmal laden die Kirchen ein, stille zu werden, zu sich selbst zu kommen und auch Gott zu suchen. Mit Worten oder auch stumm. Aber es bedeutet auch, dass dieser Ort ein Stück heiliger Ort ist. Und das besinnen wir bei einer schwierigen Frage, die ich nicht lösen kann.
und die wir im Pfarrgemeinderat und auch sonst in Gesprächen immer wieder haben. Darf man in der Kirche seine Freude Ausdruck geben, dass ich diese Person wiedersehe? Da muss ich flüstern und devot sein. Dieser Ort ist heilig und dementsprechend sollte man sich verhalten. Aber es darf auf keinen Fall sein, dass die Lebendigkeit, die uns ausmacht, damit eingeschränkt wird. Und das ist ein Balanceakt, der jeder für sich lösen muss. Und Gebet meint nicht nur das gesprochene Wort. Manchmal ist die Stille in diesem Raum sowas von dicht. Und die Kirchenmusik ist manchmal das intensivste Gebet, was man sich vorstellen kann. Ein dritter Gedanke. Die Kirche ist das Zelt Gottes unter den Menschen. Das ist ein Zitat aus der geheimen Offenbarung des Johannes und es meint, dass in der Kirche Zeichen der Gegenwart Gottes erlebbar ist. Unsere Kirche macht nicht sehr auf sich aufmerksam. Wir haben keinen Kirchenturm, der alle Häuser mit der Treffling überragt. Wir haben auch keine Glocken, die einladen zum Gottesdienstbesuch. Aber wir haben einen intensiven, mystischen Raum, der etwas erahnen lässt, dass da mehr ist als das, was wir sehen können. Dass da was erspürbar ist von der Gegenwart Gottes. Das ewige Licht deutet an, dass im Tabernakel Gott gegenwärtig ist im Heiligen Brot. Und die Kirchen früher, die katholischen Kirchen, aber auch die orthodoxen Kirchen, haben auch einen besonderen Raum wahrgenommen. Der Altarraum ist der heilige Ort. Man hat ihn auch abgetrennt von dem Kirchenraum des Volkes mit einem Lettner, einem eisernes Gitter, kunstvoll verziert, oder wie die Orthodoxen, mit einer Bilderwand, Ikonen, die eine Bilderwand bilden. Man hat sie Ikonostase genannt. Und damit sollte der Raum des Priesters von dem der Laien abgetrennt werden. Gott sei Dank haben wir das heute nicht mehr. Aber ganz andeutungsweise ist auch hier dieser Altarraum hervorgehoben, in dem da eine Stufe ist. Und in dem dieser Altarraum in der Symmetrie dieses Raumes ist und damit im Mittelpunkt vom Kirchenschiff und vom Saal. Und der letzte Gedanke, dieser Kirchenraum ist natürlich auch Zeugnis von der Religiosität der Leute, die hier gearbeitet haben. Franz Kühlinger, mein Vorgänger, der hat ja mit dem Herbert Friedl, der zum Beispiel den Kreuzweg und das Auferstehungsbild gemacht und den Taufstein, und mit Katsuhito Mitani, einem Japaner, einem Architekten, zu dritt haben sie gerungen, diesen Raum möglichst intensiv gestalten zu können. Intensiv nicht, indem viel drinnen ist, sondern indem das konzentriert ist auf das, was wichtig ist. Und ich glaube, dieser Raum atmet diese Spiritualität der drei Leute. Und sie haben gerungen und gefeitet und gestritten, um diesen Raum so zu gestalten, wie er jetzt ist. Und immer wieder erlebe ich, wenn Fremde kommen, dass sie sagen, da ist was spürbar. Und der Architekt Mitani war so beeindruckt von diesem Prozess des gemeinsamen Entwickelns, dass er dann zum katholischen Glauben übergetreten ist. An heiligen Orten kann man nicht auf Dauer bleiben. Diese Kraftorte, da kann man aufdanken, aber man muss wieder auch gehen. Erfahrungen des Heiligen geschehen im Augenblick. Und wir können sie nicht festhalten. Wir müssen sie wieder verlassen, diese heiligen Orte, und ins Leben zurückkehren.
Ich möchte schließen mit einem Film. Der Film heißt Nikolaikirche. Vielleicht manche können sich noch erinnern, das war jene Kirche in Leipzig, wo sich die Leute getroffen haben zur Montagdemonstration. Erst Gebet in der Kirche und dann mit Kerzen auch eine Prozession, eine Demonstration durch die Stadt Leipzig, um auf Reformen hinzuweisen und dafür zu werben. Und der Film schildert die letzten Monate dieser DDR anhand dieser Nikolaikirche und dieses Geschehen der Montagsdemonstration. Und da sagt in diesem Film ein Stasi-Mitarbeiter: Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Wir loben dich, du geheimnisvoller Gott. In vielfältiger Weise bist du uns nahe. Mose spürte dich im brennenden Dornbusch. Du offenbarst dich und deinen Namen. Jahweh, ich bin der, der da ist. Wir loben dich, du mütterlicher und väterlicher Gott. In der Taufe hast du uns angenommen als deine Kinder, als Schwestern und Brüder deines Sohnes Jesus Christus. Du hast uns mit dem Heiligen Geist beschenkt, der uns Kraft gibt auf all unseren Wegen. Wir loben dich, du bergender Gott. Bei dir können wir wohnen und du wohnst mitten unter uns. Du bist der lebendige Quell, der unsere Quellen weckt. Deine Güte fließt über und über, und du sättigst alles, was lebt, mit deinem Segen. Auf den Fürbitteruf, Herr Jesus Christus, antworten wir mit: Sende deinen Geist. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Kirche, dass sie glaubwürdig lebt
was sie verkündet. Herr Jesus Christus, sende deinen Geist. Wir bitten für all deine Getauften, dass sie wahrhaft dein Wort annehmen und immer mehr aus ihm leben. Herr Jesus Christus, sende deinen Geist. Wir bitten um deinen Geist, dass durch sein Wehen die Angehörigen der christlichen Kirchen zusammenfinden, im Beten und im Tun bis zur vollen Einheit. Herr Jesus Christus, sende deinen Geist. Wir bitten für die Menschen, die desorientiert sind, deren Erinnerung mehr und mehr zerfällt, und für ihre Angehörigen, dass sie getröstet und gestärkt werden und Wege des Umgangs miteinander in Liebe, Achtung und Vertrauen finden. Herr Jesus Christus, sende deinen Geist. Christus hat am Ostermorgen seinen Jüngern den Frieden zugesprochen. Daher bitten auch wir, Herr Jesus Christus, schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Beten wir nun gemeinsam das Gebet des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gesegnet der Mensch, der in den Unterbrechungen seines Lebens die Aufforderung zum Durchbruch, zu mehr Lebendigkeit erahnt, die zum Wohle aller sich weisen wird. Gesegnet der Mensch, der auf seine Seele achtet, weil sie uns auch durch den Leib zu Wendezeiten im Leben ruft, um mehr aus innerer Freiheit im Leben stehen zu können. So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss darf ich Sie herzlich einladen, am Mittwoch um 18 Uhr wird eine spezielle meditative Kirchenführung mit mehreren Stationen stattfinden. Das werde ich machen. Und am Pfingstsonntag werden wir zum ersten Mal wieder hier in unserer schönen Kirche
Eucharistie feiern mit Ludwig. Und Pfingstmontag wird kein Gottesdienst sein, aber Sie können auf der Homepage einen feierlichen, schönen Gottesdienst sich anschauen.